Guten Abend, herzlich willkommen in der Fondation Bayerler zu einer kleinen kurzen Online-Führung. Mein Name ist Ulf Küster, ich bin der Kurator dieser Sammlungsausstellung, die den etwas seltsamen, nein, gar nicht seltsamen Titel, aber doch diesen Titel Der Löwe hat Hunger hat. Und warum der Löwe Hunger hat, das werden wir im Laufe dieses Rundgangs erfahren. Ich tendiere dazu, immer ein bisschen viel zu erzählen, und Online-Führungen sollten tendieren dazu, um immer etwas langsam, etwas kürzer zu sein, also nein, etwas, ja, wie sagt man, etwas kürzer zu sein, kürzer als meine normalen Führungen. Deswegen weiß ich nicht, ich rede jetzt mal los und dann irgendwann mal hören wir auf, und dann gibt es auch noch Fragen, die Sie vielleicht stellen werden, die kann ich dann beantworten oder vielleicht auch nicht beantworten. Abgesehen davon, das Museum ist trotz der Krise immer noch offen, Gott sei Dank. Und wir haben da Schutzkonzepte und Maskenpflicht natürlich, wenn man Abstände nicht einhalten kann, wenn man nicht jetzt wie ich mehr oder weniger alleine ist im Museum, klar. Aber Sie können dieses Museum besichtigen und Sie können diese Kunst genießen, die wir jetzt angucken werden. Der erste Saal hier ist einer Begegnung gewidmet, einer wichtigen Künstlerbegegnung, einer der wichtigsten Begegnungen des 20. Jahrhunderts, würde ich beinahe sagen, der Moderne, nämlich der Begegnung zwischen Paul Klee und Wassily Kandinsky. Das können wir hier machen, indem wir nämlich die Werke aus der Sammlung da ein bisschen miteinander kombinieren. Wir haben zwei sehr schöne, relativ frühe Werke von Wassily Kandinsky. Hinter mir sieht man die Improvisation Nummer 10 von 1910 von Kandinsky, und hier drüben das Bild Fuga von Kandinsky, ein sehr schönes Werk von 1914. Und das ist jetzt das Interessante eigentlich, dass man diese Werke konfrontiert mit den Werken von Paul Klee in der Sammlung, die alle sehr viel später entstanden sind. Ernst Bayerler hat sich sehr für den späten Paul Klee interessiert, die Werke von Paul Klee in den Jahren vor 1940. Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass man diese Konfrontation oder diese Begegnung zwischen beiden Künstlern relativ selten gemacht hat in der Fondation Bayerler. Es gibt sogar Stimmen, Chronisten derer, die noch länger da sind als ich hier in der Fondation, die sagen, das sei überhaupt das erste Mal, dass diese beiden Künstler zusammen gezeigt worden sind. Nicht? Das Bild von 1910 steht diesem Bild von 1939 gegenüber, Improvisation Nummer 10 und die Gerüchte. Oh, die Gerüchte, so heißt das. Ich finde es sehr interessant, das mal miteinander so ein bisschen zu vergleichen, ein bisschen zu konfrontieren. Ganz einfach deswegen, weil es hier so schöne Übereinstimmungen, kompositorische Übereinstimmungen mit diesen Linien gibt, die hier entsprechend auch das Bild bestimmen. Beide Künstler wandeln so auf diesem Grat zwischen Figuration und Abstraktion. Die Vorstellung der modernen Kunst ist ja, dass es eine Entwicklung gibt von der Figuration zur Abstraktion. Ernst Bayerler war davon überzeugt, dass das eines der frühen, wirklich abstrakten Bilder der Kunstgeschichte ist. Man sieht hier 1939, dass Paul Klee immer noch mit diesem Gegensatz zwischen Figuration und Abstraktion spielt, und das ist hier immer noch Hinweise auf Figuren, seltsame Strichmännchen oder sowas gibt, oder einfach auch, dass er mit der Idee spielt, dass man etwas mit diesen Linien verbindet oder dass man aus diesen Linien etwas macht, was einen irgendwie an ein Gesicht erinnert. Diese Begegnung ist eigentlich sehr sprechend, wie ich finde, und naja, ich finde, wir sollten das öfters machen, solche Konfrontationen. Die Hängung selber ist eine Mischung aus Künstlerbegegnungen und Künstlerräumen. Wir haben ja diese wunderbaren Renzo-Piano-Räume, die sich dann auch wirklich sehr dafür eignen, Künstlern Auftritte zu geben, Sammlungskünstlern einfach einen ganzen Saal zu widmen. Das haben wir hier mehrfach gemacht. Hier in diesem Saal sieht man etwas, was man selten bei uns sieht, was man eigentlich leider nur selten zeigen kann, weil diese Werke so fragil sind. Das ist ein Blick in die Sammlung der Papier-Découpé, der großen Scherenschnitte von Matisse, die bei uns ja einen großen Sammlungsblock ausmachen.
muss ich vorstellen, Sie sind sozusagen der krönende Abschluss von Henri Matisses Lebenswerk. Matisse war seit den frühen 40er Jahren sehr krank, hatte unter anderem Darmkrebs und stand so immer so mit einem Bein im Grab, mehr oder weniger. Und das eigentlich bis 1954, bis zu seinem wirklichen Tod. Es gibt also ein langes Siechtum, wenn man so will, aber auch ein langes sich Aufbäumen gegen diesen körperlichen Verfall. Und das führt zu diesem großartigen Spätwerk. Er kann noch bis 1947 malen, aber er fängt dann an, eine Methode zu entwickeln, die es ihm ermöglicht, künstlerisch tätig zu sein. Und das ist eben das sind diese Scherenschnitte. Und diese Scherenschnitte, das ging etwa so: Er konnte ja kaum noch stehen, nur sehr selten stehen. Er hatte eine Armada von Helferinnen, die Tag und Nacht zur Verfügung standen und ihm helfen mussten. Die färbten solche Papiere mit Gouache ein, mit Wasserfarben ein. Und dann nahm er eine Schere und hat dann mit rasender Geschwindigkeit Formen ausgeschnitten und ließ die dann von seinen Helferinnen auf vorbereiteten Papieren, auch meistens weiß eingefärbten Papieren, arrangieren, wobei man sich vorstellen kann, er saß dann in seinem Rollstuhl so davor und wie ein General, sagte er dann, also ein General mit seinen Truppen, sagte Matisse mit seinen Papierstücken, wo die zu arrangieren waren. Hier an diesem Bild von 1953, dem berühmten Acanthe, ist es noch besonders toll zu sehen, dass er vorher noch, das macht er manchmal, wenn er stehen konnte, offensichtlich mit einem Kohlestift, und es gibt so Fotos, also haben sie so einen Stab und vorne drauf, und dann macht er einen Kohlestift und dann stellt er sich so hin und stützt auch so die Hand in die Seite und macht dann so freihändig so Vorzeichnungen. Ja? Und es ist hier sehr interessant zu sehen, dass diese Linien, das ist alles original Matisse, das ist dann übermalt worden teilweise, aber auch eingerahmt worden, also das ist die weiße Farbe, die weiße Umgebung ist dann bis an diese Linien hingemalt worden und dann auf dieses Ästewerk, wenn man so will, sind dann die Papier découpé, also diese Scherenschnitte arrangiert worden von ihm und dann festgeklebt worden. Und es gibt für ihn war das so eine Symbiose aus Malerei und Skulptur, also wirklich so die Synthese seines künstlerischen Schaffens, so die perfekte Dekoration, wie er sagte. Dekoration, ein höchst positiver Begriff für Matisse. In diesem Raum ist dann auch endlich mal wieder zu sehen die berühmte Nuit Bleue Nummer 1. Dieser Frauenakt, diese Frauenfigur, die Matisse eben auch in einem Rutsch sozusagen ausgeschnitten hat, die so ein ganz ikonisches Werk ist, der Fondation Beiler. Ernst Beiler hat das früh erkannt, dass es sich hier um sehr besondere Werke handelt. Es gab Zeitgenossen von Matisse, die sagten, also, Matisse, der ist jetzt Gaga geworden, der macht jetzt Scherenschnitte. Aber die haben nicht ganz verstanden, worum es eigentlich ging. Nicht, dass hier Matisse einen Weg gefunden hat, trotz allem Kunst zu machen, sondern dass er auch einen Weg gefunden hat, wirklich eine Synthese seiner künstlerischen Bemühungen, seines künstlerischen Strebens in einem Alterswerk zusammenzufassen. Also das ist höchst beeindruckend und höchst wichtig. Der nächste Saal ist auch einem Künstler gewidmet, einem sehr wichtigen Sammlungskünstler, das ist Alberto Giacometti. Wir stellen uns mal hier in die Ecke. Jetzt sieht man mich so ein bisschen im Spiegel und auch unsere wackere Kamerafrau. Jetzt sieht man aber schön den Homme qui marche. Und das Wichtige, dass man jetzt hier steht in der Ecke, ist, dass man nämlich von dem Raum, wo man Giacometti sieht, dass man da zu Matisse blickt. Matisse ist ein bisschen im Dunkeln, weil das ist sehr fragile
Werke auf Papier, die können nicht so viel Licht vertragen. Das ist bei Skulpturen, hier den Skulpturen von Giacometti natürlich anders. Giacometti und Matisse kannten sich. Es gibt berühmte Zeichnungen von dem sehr alten Matisse, von Giacometti. Giacometti hat Matisse in Nizza besucht. Wenn man jetzt denkt, der eine ist so sehr farbig und so lebensfroh und der andere ist eher so verschlossen und ein bisschen dunkel, dann mag das schon stimmen, aber es ist ja doch so, dass Giacometti sehr wohl ein Künstler war, der sich viel Gedanken gemacht hat über Farbe und auch viel Gedanken gemacht hat über Malerei. Und man kann durchaus auch sagen, dass gerade die raue Oberfläche dieser Skulpturen etwas mit der Oberfläche eines gemalten Bildes zu tun haben, zu tun hat. Das ist ein interessanter, ein wichtiger Gedanke. Und man könnte auch sich überlegen, dass Giacometti eigentlich sehr oft als Maler an Malerei dachte, wenn er Skulpturen machte. Nicht? Und dass er so wenig farbig gewesen ist, ist ja auch von seiner Mutter immer wieder gesagt worden, so diese berühmte Geschichte, dass sie dann sagte zu ihrem Sohn Alberto, warum magst du nicht so schöne bunte Bilder wie dein Vater? Der Vater von Alberto Giacometti, Giovanni Giacometti, ein berühmter Maler, farbenfroher Maler. Und dann sagte Alberto, ja Mama, ich versuche es immer wieder, aber ich beginne immer mit allen Farben, dann wenn ich dann male, dann wird es dann plötzlich am Ende doch noch grau und ich male dann alles zusammen, wird alles grau. Also man kann dann auch eigentlich beinahe sagen, dass in diesen Farben, in diesem Grauen, in diesen Skulpturen, in diesem Grauton, in dieser Unfarbigkeit eigentlich zunächst mal eine ganze Menge Farbe drinsteckt oder sehr viel Idee von Farbe drinsteckt. Diese Gruppe, die wir hier zeigen, manchmal zeigen wir auch noch eine zweite Frauenfigur dazu. Diese Gruppe ist entstanden in der Vorbereitung einer Idee, die Giacometti hatte, eine Idee, einen Platz zu definieren, wie er das häufiger machte, auch in kleineren Werken. Er hat oft sich überlegt, was ist ein Raum und wie definiert man einen Raum durch Figuren, wie drückt man das aus. Und er hatte den Auftrag bekommen, so mehr oder weniger, den Platz vor der Chase Manhattan Bank in New York mit Figuren zu schmücken. Und er hat dann viele Jahre seines ganz späten Lebens, auch das ist also ein Spätwerk, daran gearbeitet, diese Figuren zu machen. Und Giacometti hat ja immer dieses Problem, dass er meint, er würde immer scheitern, es würde immer alles irgendwie schlecht werden und dass er eigentlich immer nur auf höherem Niveau scheitert. Nicht? Also das war eigentlich der Antrieb seines Schaffens. Also es wird sowieso alles schlecht, was er macht. Und er kann es jetzt nochmal versuchen, besser zu machen, aber dann wird es nochmal schlecht. Und die Idee, dann nochmal weiterzumachen, ist dann wieder damit zusammen, dass er dann nochmal daran scheitert und dass das irgendwie immer ganz, ganz schwierig ist und so. Ja? Und so ist er auch an dieser Gruppe gescheitert. Er ist mich dann 1965 nach New York gefahren und ist dann erschlagen gewesen von diesen unglaublichen Dimensionen von New York. Er, der Bergbauernbub eigentlich, der Bergler, der doch eigentlich diese hohen Dimensionen, diese großen Dimensionen im Bergell kannte. Plötzlich konnte damit gar nichts anfangen, hat dann überlegt, diese Figuren zu vergrößern und hat das dann Gott sei Dank nicht gemacht. Und ist dann kurze Zeit später eben in Chur gestorben, also Anfang 1966. In New York war, glaube ich, September, Oktober 1965. Die Idee ist immer, dass der Mann, der Omki Marsh hier, auf die Frau zugeht, aber direkt an ihr vorbei. Ja? Und dass auch der Kopf, der auf einem Sockel steht und eigentlich keinen weiteren Sockel benötigt, ganz wichtig, dass der den anderen zuguckt, aber an ihnen vorbeiguckt. Und die Idee bei diesen Platzskulpturen ist ja, dass der Raum definiert wird, dass aber, wenn diese Figuren sich dann bewegen würden oder wenn sie wirklich loslaufen würden, dass sie sich wirklich niemals treffen würden. Man muss sich auch diese,
dieser Enquimarche oder auch die stehende Frau, muss man sich also als so Bewegungszeichen vorstellen. Nicht? Auch damit hat diese raue Oberfläche zu tun. Sie sind nicht so ganz zu fassen. Sie sind drauf und dran, sich zu bewegen. Da ist eine Art von Energie drin. Und das soll das auch irgendwie klar machen. Nicht? Diese zu Zeichen verdichteten Figuren. Nicht zu der Chase Manhattan Plaza gehörig ist diese kleine Figur im Hintergrund, mehr oder weniger, die wir hier aus einer Privatsammlung zeigen, als eine sehr schöne Dauerleihgabe. So 1960 entstanden. Nicht dieses, das ist wichtig, so kleine Figuren mit den großen Figuren bei Giacometti zusammen zu zeigen, weil bei Giacometti ist ja immer so, ist, dass er mit der Frage des größten Verhältnisses gespielt hat. Nicht für ihn konnte so eine kleinere Figur eigentlich viel größer sein als zum Beispiel diese große Frau oder der Enquimarche, weil er ja dachte, dass man die vielleicht aus größerer Entfernung sieht. Und wenn man jetzt anfängt, sich klarzumachen, dass das vielleicht aus größerer Entfernung gesehen ist und dass diese Figur dann vielleicht viel größer ist als der Enquimarche oder diese stehende Frau hier, dann beginnt man sehr viel über diese Gedankenwelt von Giacometti zu verstehen oder von diesen Gedanken von Giacometti zu verstehen, dass ich lange daran arbeiten musste, sich davon zu befreien, dass er Figuren machte, die so klein waren, ja, wie sie bei ihm im Kopf ankamen. Ganz schwer zu überlegen. Wenn ich jetzt Giacometti wäre, bin ich Gott sei Dank nicht, und von dieser Figur, also diese Figur irgendwie Maß nehmen würde und dann praktisch die so machen würde, wie sie, so klein machen würde, wie sie bei mir ankommt im Kopf, dann würde sie wirklich so ein Krümel werden. Und Giacometti hatte ja in den 40er Jahren diese seltsame Angewohnheit, diese Figuren immer so wahnsinnig klein zu machen. Und dann konnte er sein ganzes Oeuvre in einer Streichholzschachtel auch bewahren, wird in der Anekdote erzählt. Und das war ein ganz schwieriger Prozess, sich davon frei zu machen. Es gibt dann so interessante Geschichten, wie dann er beobachtet, eine Frau steht am Genfer See vor dem Mont Blanc, und der Mont Blanc, der bleibt eigentlich gleich groß. Die Frau kommt näher und wird immer größer als der Mont Blanc. Und das sind so Überlegungen, die Giacometti eigentlich nie verlassen hat und die sein ganzes künstlerisches Schaffen irgendwie bestimmt haben. Das waren dann beinahe Zwänge, von denen er sich langsam losmachen musste. Ich sehe schon, ich rede viel zu viel, man könnte noch viel mehr dazu sagen. Es sind hochkomplexe Angelegenheiten. Also wenn man hier in den Saal reinkommt, muss man sich immer klar machen, wie groß ist man, wie groß sind die Figuren in Wirklichkeit, sieht man sie aus der Ferne, sieht man sie aus der Nähe und so weiter. Naja, jetzt kommen wir sozusagen zum Zentrum dieser Ausstellung, zu zwei Werken. Das ist Alexandra Calder, Ottos Mobile von 1951 und das wunderbare Bild Der Löwe hat Hunger, also von Henri Rousseau, Der Löwe hat Hunger, das ist also das Bild, das dieser Sammlungshängung den Namen gegeben hat. Das ist einfach das Zentrum dieser Sammlungshängung und vielleicht auch ein Zentrum der Sammlung von Ernst Beiler. Was haben beide Künstler miteinander zu tun? Ich würde sagen, nicht viel, es war eine rein ästhetische Entscheidung. Ich fand es einfach toll, dieses fabelhafte Mobile, dieses, das sich ganz leicht so im Raum bewegt, von Calder. Das ist eine Arbeit der Balance. Ja. Das ist klar, dass da, wo mehr Teile sind, das muss natürlich viel leichter sein als das mit den waagrechten Teilen, die natürlich irgendwie schwerer sind. Das ist wunderbare ausbalanciertes Blattwerk eigentlich. Dass dieses Blattwerk eigentlich sehr schön ist, zu sehen ist mit diesem von Blättern bestimmten großartigen Bild von Henri Rousseau.
Und dieses Bild von Rousseau heißt ja eben Le lion ayant faim se jette sur l'antilope. Also der Löwe hat Hunger und wirft sich auf die Antilope. In Wirklichkeit ist der Titel noch viel länger. Das geht so etwa: Der Löwe hat Hunger, er wirft sich auf die Antilope. Und hier haben wir noch einen Panther, der wartet auf seinen Teil. Oder man sieht hier die Vögel, die auch schon der Antilope was aus dem Bauch gepickt haben. Die Antilope vergießt eine Träne, Sonnenuntergang. Ja, das ist so etwa der Titel, ich kann ihn nicht ganz auswendig, aber das ist so der Titel dieses Werkes. Damit persifliert eigentlich Henri Rousseau das ganze 19. Jahrhundert, dieses 19. Jahrhundert, das interessiert war an diesem Kampf zwischen dem Kampf der Natur. Ja. Es gibt Anzeichen, dass dieses Bild schon mal ein bisschen früher ausgestellt gewesen ist. Da hieß es noch Kampf des Lebens, La Lutte de la Vie. Und was er macht, ist, er interpretiert dieses 19. Jahrhundert, auch die ganze Salonmalerei, die sich auf die Idee der Perspektive bezog, und übersetzt es in eine ganz andere Sprache, indem sie sich von dieser Tradition entfernt und eine ganz neue Bildsprache entwirft. Es ist sicherlich ein Fehler, das naive Kunst zu nennen, obwohl viele Leute denken, das sei irgendwie naiv. Es ist überhaupt nicht naiv, es ist gewollt, es ist ein Bild, das mit Erwartungen von uns spielt und diese Erwartungen in Frage stellt. Und deswegen unter anderem war Henri Rousseau so beliebt bei Künstlern wie zum Beispiel Picasso. Deswegen war auch dieses Bild dann 1905, als es in seiner jetzigen Fassung, der finalen Fassung gezeigt wurde, auch ein richtig großer Erfolg. Und Henri Rousseau wurde wirklich ein bekannter Künstler, ein bekannter Avantgarde-Künstler, muss man sagen, oder ein Vater der Avantgarde. Jetzt haben wir nur noch ganz wenig Zeit, das ist sehr bedauerlich. Ich glaube, ich muss noch meine zweite Führung machen. Ich weiß nicht, ob man das aushalten kann, aber vielleicht. Ich werde jetzt noch ein paar Höhepunkte zeigen. Wir gehen jetzt relativ schnell durch die Sammlungshängungen durch. Wir haben einen Raum, der beschäftigt sich mit dem Werk von Louis Bourgeois, von dem wir einige Beispiele hier zeigen können, frühe und spätere Werke. Frühe Werke, diese berühmten Personages aus unserer Sammlung mit einer Leihgabe hier. Louis Bourgeois, die Künstlerin, die Spinne oft verwendet hat oder oft gezeigt hat, die wie so eine Netzwerkerin war und auch Leute in einem Spinnennetz gefangen hat, so im übertragenen Sinne, in der Faszination, die sie ausübte, sicherlich. Wir haben einen Saal, der Künstlern gewidmet ist, mit denen Louis Bourgeois ziemlich eng verbunden war. Das ist der abstrakte Expressionismus. Die kannte sie alle, hängt mit ihrer Verwurzelung in der New Yorker Art-Szene zusammen oder mit ihrem Ehemann, der ein Kunsthistoriker war und sich dafür sehr interessierte. Wir haben Werke von Willem de Kooning, Clifford Still, ein sehr schönes Werk von Joan Mitchell, der bedeutendsten abstrakten Expressionistin, und das schöne Bild von Sam Francis. Und wir haben eine sehr schöne Verbindung zwischen de Kooning und Hopper. Der Hopper ist hier, ja. Edward Hopper. De Kooning war ein großer Bewunderer von Edward Hopper. Und das ist eine Leihgabe, die noch ein bisschen an die Hopper-Ausstellung von diesem Sommer erinnert, die wir hier jetzt ein bisschen so zusammenhängen mit diesem großartigen Bild der Kornblumen von Van Gogh aus der Sammlung von Ernst Baerler. Wie der Wind über das Feld weht und man meint, das Kornfeld, das löst sich so auf. Und wenn hier die Kornblumen drin, ist ganz ähnlich komponiert wie der Hopper. Das finde ich ganz interessant. Das ist der Landschaftsauffassung ziemlich ähnlich.
Van Gogh malt weniger Schatten. Der Schatten spielt bei Hopper eine größere Rolle. Ein sehr tolles Bild aus den letzten Lebensmonaten von Van Gogh. Dann am Schluss, ich kürze jetzt ein bisschen ab, schade, aber vielleicht machen wir nochmal so eine Führung, ich weiß es nicht, dann fange ich mal von hinten an, das könnte ich auch mal machen. Eine Neuanschaffung, eine Neuerwerbung, ein Werk von Susan Phillips, eine schottische Künstlerin, die letztes Jahr in der Ausstellung Resonating Spaces einen Auftritt hatte bei uns. Seven Tears heißt dieses Werk. Es besteht aus Klängen, die mit dem traditionellen Plattenspieler erzeugt werden. Also wie meine Frau zu meinem vierjährigen Sohn sagte, so sahen früher bei uns die CD-Player aus. Dabei muss man auch sagen, dass immerhin unser Sohn noch weiß, wie ein CD-Player aussieht. Die gibt es ja auch kaum mehr. Nein, dieser drehende Plattenteller erinnert an den Finger, der auf dem Glas hin und her bewegt wird, auf dem mit Wasser gefüllten Glas. Und dieses Glas erzeugt dann einen Ton. Und diese unterschiedlichen Töne, die hier gespielt werden, erinnern an ein Stück von John Dowland. John Dowland war ein Shakespeare-Zeitgenosse, also Anfang des 17. Jahrhunderts. Und der hat eben ein Stück geschrieben, das heißt Seven Tears. Seven Tears, die sieben unterschiedlichen Tränen, die sich auf Gemütszustände beziehen, aber auch so eine Attitüde des Trauerns oder Melancholischseins am englischen Hof darstellen. Die Melancholie, die hier gezeigt wird, ist eben der Antrieb des Künstlers. Und was wirklich interessant an diesem Werk ist, dass hier ein großer Bogen geschlagen wird vom 21. Jahrhundert bis ins 17. Jahrhundert, vielleicht sogar ins 16. Jahrhundert. Der John Dowland ist ja, glaube ich, 1563 geboren. Also auch in das Jahrhundert von Albrecht Dürer, der dieses Bild des Künstlers in seiner Melancholie-Darstellung also ganz stark geprägt hat für die Neuzeiten auch, bis in die moderne Kunst hinein. Also dieser Klang, der jetzt hier so ein bisschen durch die Räume der Fondation Bayler fährt und eine ganz eigentümliche Stimmung generiert, aber nicht nur traurig ist. Also Melancholie ist nicht Trauer, sondern Melancholie, wie schon gesagt, ist der Anfang der Kreativität. Und entsprechend sehen wir das hier. Ich hoffe, Sie kommen bald, auch persönlich. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielleicht auf bald.